Nach der Zwischenlandung auf Elba ging es weiter auf die Insel Korsika. Ein kurzer Flug über das Mittelmeer brachte uns dorthin. Der Start auf Elba hat seine Tücken. Neben dem weiterhin starken Seitenwind muss man direkt nach dem Start eine Rechtskurve fliegen, um den Hügeln in Verlängerung der Landebahn auszuweichen. Ein letzter Blick auf den Monte Capane mit seinen stolzen 1017 Metern, bevor es raus auf das offene Meer geht. Die Stimmung über dem Meer war gigantisch. Das tiefblaue Wasser unter uns und vor uns im Dunst unser Ziel, Korsika. Hier fliegen wir in die Kontrollzone des Flughafens Bastia ein. Zwei Kurven noch und wir landen auf der Piste 3-4 in Richtung Norden. Der Wind ist fast still und vor uns liegt eine Landebahn mit 2500 Metern. Clear to land, runway 34. Ich ziele auf einen Punkt etwas weiter hinten auf der Landebahn, um nicht zu lange rollen zu müssen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden.